Demokratie hat nicht Freiheit, wie wir sie verstehen zum Prinzip, sondern frei geboren sein. Freiheit ist das, was alle gemeinsam haben, worin alle gleich sind. Heft 13, Januar 1953. Experimental Notebook eines Politikwissenschaftlers. Um eine Politikwissenschaft zu begründen, muss man als erstes alle philosophischen Aussagen über den Menschen aufs Neue unter dem Aspekt untersuchen, dass Menschen und nicht der Mensch die Erde bewohnen. Die Politikwissenschaft verlangt eine Philosophie, für die es Menschen nur im Plural gibt. Ihr Gebiet ist die menschliche Pluralität. Ihre religiöse Quelle ist der zweite Schöpfungsmythos, nicht der von Adam und der Rippe, sondern als Mann und Weib schuf er sie. Im Bereich der Pluralität, welcher der politische Bereich ist, muss man all die alten Fragen stellen. Was ist Liebe? Was ist Freundschaft? Was ist Einsamkeit? Was ist Handeln, Denken und so weiter? Aber nicht die eine Frage der Philosophie. Wer ist der Mensch? Noch die Frage, was kann ich wissen? Was darf ich hoffen? Was soll ich? The establishment of political science demands a philosophy for which men exist only in the plural. Its field is human plurality. Its religious source is the second creationist, not Adam and Rip, but male and female created either. In this realm of plurality, which is the political realm, one has to ask all the old questions. What is love? What is friendship? What is solitude? What is acting, thinking, etc.? But not the one question of philosophy, who is man, nor the was kann ich wissen, was darf ich hoffen, was soll ich tun? Thank you.
need of God at the hour of our death, i.e. when we have knowing. Mai 1952, Manchester. Solange wir diese Erde bewohnen, bedürfen wir einander ebenso, wie wir Gottes bedürfen, in der Stunde unseres Todes. Das heißt, wenn wir die Erde verlassen. Thank you.
27, New York, November 1969. Der Ort des Denkens. Weder im öffentlichen Bereich, wo wir mit der Welt und dem, was uns gemeinsam ist, beschäftigt sind, noch im Privaten, wo wir es mit dem uns eigenen und dem zu tun haben, was wir von der Welt verraten wollen, noch im gesellschaftlichen Bereich. Also, wo in der Wüste? Wir haben es mit etwas Gemeinsamem zu tun, das dem täglichen Leben, der Gauern, Quatschbarren, oder noch im November 1990,
Tag 13, Januar 1953. Einsamkeit und Denken. Die Einsamkeit löst das Denken aus der Vielfalt der Beziehungen miteinander. Wahrheit ist im Sinne der Tradition nur möglich in der Einsamkeit, wo ein Geblick ohne Beziehungen herausgelöst aus den Beziehungen selbst, das heißt mit seinem jeweiligen Inhalt konfrontiert ist. Der Denker erfasst sich der Wahrheit als der Mensch. Wenn nicht der Mensch in ihm denkt, relativiert sich ein Denker. Niemals ist für mich nie gerade, was halt mit ihrer Einsamkeit, bis ich allein weiß. September 1950. Das radikal Böse. Woher kommt es? Wo ist sein Ursprung? Was ist sein Grund und Boden? Heft 24, Januar 1966. Das Gute und das Böse. Das Gute. Die Tatsache, dass alles, was ist, erscheint. Das heißt, erstens aus dem Dunkeln ans Licht strebt, aus dem dunklen Grund nach oben wächst. Zweitens sich in diesem Prozess darstellt, sich zeigt, schließlich wieder verschwindet. Alles Gute bewegt sich in der Vertikale. Das Böse fegt über dies Vertikale in der Horizontale quer hinweg. Beugt alles nieder und verhindert das Ruhe der Kopf und Untergang des Lebens. Thank you.
und damit ist das Parasitsein ebenso verbunden wie die Oberflächlichkeit. Die Dimension der Tiefe wird durch Wurzelschlagen erzeugt, das heißt Verstehen im Sinne von Versöhnung. In der Oberflächlichkeit der Oberfläche, für die unsere ganze Lebensweise und Erziehung dies ist die Kultur der Entwurzelung, verschwindet die Tiefe nicht einfach, sondern enthüllt sich nur als das Grundlagenloch, der Abgrund, der sich unmittelbar unter der Oberfläche öffnet. Wenn wir sagen, wir können nicht mehr verstehen, meinen wir können keine Wurzeln schlagen. Wir sind zur Oberfläche verdammt. Diese Oberflächlichkeit ist in der totalitären Herrschaft organisiert, welche das sinnlose Unglück und die sinnlosen Leiden erzeugt, die genau der sinnlosen Jagd nach Glück entsprechen, die in den anderen Teilen der Welt unsicher ist. Diary 14, March 1953. Understanding creates depth, not meaning. Politically, this is the same as becoming making oneself at home in the world. It is the process of verwurzelt. Abundance means living on the surface, and that involves being a parasite as well as superficiality. The dimension of depth is created by striking roots, that is understanding in the sense of reconciliation. In the superficiality of the surface, in which our whole life and implications bring us, this is the culture of rootedness. The depth does not simply disappear, but reveals itself only as the bottomless pit, the abyss, which opens immediately under the surface. If we say, we can no longer understand, we cannot strike roots, we are condemned to the surface. This superficiality is organized in totalitarian domination, which creates the meaningless unhappiness and the senseless sufferings that correspond exactly to the meaningless pursuit of happiness that is rampant in the other parts of the world. Istanbul, Oktober, November, Olympia, 10 und 8 bis 8 und 10 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 und 10
am 6. und am 7. Oktober 78. Paris. Fahrt durch Frankreich. Erde dichtet Feld an Feld. Flicht die Bäume ein daneben. Lässt uns unsere Wege weben um die Äcker in die Welt. Blüten jubeln in den Winden. Gras schießt auf, sie weich zu betten. Himmel blaut und grüßt mit Linde. Sonne spinnt die sanften Ketten. Menschen gehen unverloren. Erde, Himmel, Licht und Wald. Jeden Frühling neu geboren, spielend in das Spiel der Urgewalt. Heft 21, Januar 1956, New York. Der Übergang vom Leben ins Sein ist der Tod. Mit dem Tod bezahlen wir, dass wir sein können. Im Tod stellt sich heraus, ob wir lebend gewesen sind. Nur dann könnten wir auch tot sein. Tot sein heißt, in der Welt bleiben, ohne Leben, also unabhängig von den irdischen Bedingungen, unter denen uns ursprünglich die Existenz überhaupt gegeben ist. Thank you.
Von den irdischen Bedingungen und Existenz überhaupt gibt.